bin hier mit David Zavada von der UFC, der heute in meiner Ecke stehen wird. Er betreut mich gegen Ivan. Und gegen ihn werde ich heute ringen. Okay, meine Masse ist zwar Macht, aber trotzdem brauche ich ein bisschen Technik. Wir werden uns erstmal aufwärmen und dann wird mir David zeigen, wie ich den Kleinen hier zur Strecke bringe. Let's go. Vor- und Nachteile haben natürlich beide. Der Vito auf jeden Fall mit seiner Masse, mit seiner Stärke. Dabei sehe ich natürlich die Nachteile bei ihm, dass er nicht so beweglich sein wird wie der Ivan, wo ich darin wieder seine Stärken sehe. Er wird agiler, schneller sein. Aber wir werden einen guten Plan für den Vito aufbauen, dass der die Schnelligkeit auch in den Griff bekommt. Persönlich, was denkst du, wenn ich gewinne? Ivan. Also ich denke mal, ich werde meine Vorteile durch Ring haben und dass ich so ein bisschen weniger wiege und agiler bin. Und man sollte auf jeden Fall seine Kraft nicht unterschätzen. Ja, ich komme zwar eigentlich vom griechisch-römischen Ring, aber ich glaube, heute müsste ich ein bisschen auf meinen freien Ring setzen, damit ich den Kampf heute für mich entscheiden kann. Wie hoch sind deine Erfolgsmöglichkeiten sein? Also ich bin kein Fan von im Vorhinein groß reden, aber ich denke so, ich müsste das Ding heute machen. Also ehrlich gesagt, ich habe gar nicht zugehört, ja, aber ist ja wohl ganz offensichtlich, ich bin groß und er ist klein und schnell. Wenn er hier unten auf meine Beine geht, das ist für mich ein verdammt weiter Weg da runter und da verliere ich auch meinen Schwerpunkt. Das ist auf jeden Fall sein Vorteil, aber letzten Endes, ich versuche einfach auf ihn drauf zu springen und auf ihn drauf zu bleiben. Wenn er nicht rauskommt, dann war's das. Wenn er rauskommt, habe ich keine Chance mehr. Wer gewinnt? Natürlich ich. Zumindest in den Herzen. Also ich denke, ich werde erstmal alle meine Gelenke warm machen, alle Muskeln allgemein erstmal gut warm werden, dann ein bisschen Techniken üben, vielleicht mit David ein bisschen ein paar Partnerübungen machen und dann denke ich, wäre ich schon ready. Dass ich auf jeden Fall verdammt unbeweglich bin. Ich guck schon gerade so, ich schaff das schon nicht mal, aber der wird mir das schon alles einrenken. Ne? Dass er genau das macht, was ich gesagt habe, nach unten auf die Beine gehen, weil ich halt einen verdammt hohen Schwerpunkt habe. Ich bin halt echt nicht gemacht fürs Ringen, weißt du? Warte mal ab, die iranische Arschbombe kommt noch. Was würde passieren, wenn du das machen würdest? Dann wäre meine Frisur im Arsch. Ja, er ist schon ziemlich am Schnaufen. Nein, ich weiß, er hat sich gut gemacht. Ich sag mal, er ist beweglicher als ich dachte. Für jemanden, der so viel Masse mit sich trägt, also Hut ab. Die Fighters, zur Regel, wir kämpfen 10 Runden Ringen. Wenn einer den einen runterkriegt und der flach liegt und er wird 3 Sekunden kontrolliert, ich würde Tepper geben, ich würde auch zählen. Bis 3 ausgezählt, verloren. Erste Runde geht an den Gegner, der kontrolliert hat. Zweite mögliche Option zu gewinnen, wir kämpfen in einen roten Bereich, kickt der einen den anderen aus dem roten Bereich raus, ist der Kampf auch abgegeben, okay? Untersagt, keine Kicks, keine Ellenbogen. Guckt er mich so an. keine Ohrenkneifer, kein Kratzer, keine Ohrenstecher. Da guckt er ihn an. Nicht Haare ziehen und so. Und ich hoffe auf einen sauberen Kampf. Gebt euch die Hand, wenn ihr mögt. Und let's show. Genau, tief stehen, Vito. Denkt dran, er will die Beine. Gut. Okay. Er war zuerst, also runter. War der einzige Punkt, darauf habe ich gesetzt. Vito. Und dein Vito. Ivan, bewegen. Tief stehen, pack seinen Kopf, Kopf kontrollieren, Vito. Ja, 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 sehr gut. Weiter, Tempo-Kessel. 1, 2. Weiter, ist weg vom Boden. Weiter. Schön, und Kontrolle und raus. Raus. Weil sehr gut gekämpft. Du bist bei 1, 1. Alter, das ist anstrengend. Ja, das ist die zweite Runde, Kollege. Ja, ich hab nicht gerechnet. Ach, vor dir. Oh. Und let's go. Denk dran, tief stehen. Voll die Energie. Voll die Energie. Raus, ja, jetzt. Oh Gott. Halt, oh, kontrollier. Drei, Zieber. Keine Pause? Ja, Vorsicht. Halt. Pass auf, bleib oben. Geht noch. Ein Fuß, was ist? Weiter. Schön, Ivan. Weiter, kontrollier. Okay, und.
Überraschend, wie der Ivan das macht. Der meistert das sehr gut. Ich hätte ein bisschen mehr Gegenwehr vom Vito gehalten, aber ich denke mal, die Luft ist es, was die ganzen Sportler nicht mitrechnen, dass bei dem Ringen es so viel um Kondition geht. Zu reden oder Sauerstoff sparen? Bisschen von beiden. Also ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Ringen auf dem Boden so anstrengend ist. Ich dachte endlich mal nicht rumkicken und so. Kraftmäßig könnte ich ihn eigentlich gut kontrollieren. Das Problem ist, er macht es richtig schlau. Er lässt mich einfach mit meiner eigenen Kraft umkippen. Deswegen muss er sich gar nicht anstrengen. Und da mir die Puste fehlt, klappt das auch ganz gut. Bei der ersten Runde habe ich wirklich seine Kraft unterschätzt. Ich dachte, ich kann das ein bisschen besser so managen, aber die Kraft war einfach viel zu viel und dann musste ich auf jeden Fall den Punkt abgeben. Aber ich hole das Ding auf jeden Fall noch gut auf. Okay, Halbzeit vorbei. Bereit. Nächsten 5 Runden. Gebt euch die Hand. Let's go! Genau, bleib oben. Zieh den Kopf runter. Genau, zieh den Kopf runter. Auf einmal springen. Zieh mal ein Bein vor dem Video. Ja, genau. Nicht stürmen. Nicht stürmen. Kontrolle. 1, 2, 3. Okay, Ivan, 6-1. Genau, bleib ruhiger. Zieh mal am Arm. Genau, am Arm oder am Kopf. Sprawl, Bein nach hinten werfen. Stopp. Draw, jeder einen Punkt. Ihr werdet beide gleichzeitig aus dem Ring geflogen. Man hört, oder? Let's go! Komm, Vito, halt ihn lang! Nicht rankommen lassen! Genau! Stopp! Ja, noch 2 Runden! Gas, Vito, let's go! Stopp! Letzte Runde! Der Sieger steht schon fest, 8-3 Ivan! Komm, aber hol den Ehrenpunkt noch! Letzte Runde, let's go! Lass dich nicht drücken! Zur Seite noch! Pass auf, weiter! Stark! Siegerehrung. Und der Gewinner, überraschenderweise, Ivan! Stark Leistung an beide. Das war auf jeden Fall mein erstes Ringertraining und ihr seht, selbst wenn ich die ganze UFC in meiner Ecke habe, hat der Kleine mich trotzdem auseinandergenommen. Stark, Ivan, krasse Nummer, mir tut alles weh, aber wenigstens nicht zu null verloren und sogar am Anfang in Führung gewesen. Ich denke, für einen alten, fetten Mann habe ich mich ganz gut geschlagen. Den Jungen werden wir auf jeden Fall noch sehen. Danke, David. Danke dir. Leute, nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren, zuschauen, aber das Wichtigste einfach beim nächsten Mal wieder dabei sein und Spaß haben. Peace.